Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden miteinander um die besten Bedingungen für das Lernen im gemeinsamen Unterricht und an Förderschulen streiten und ringen. Aber wer sich hier hinstellt und zieldifferentes Lernen als menschenfeindlich bezeichnet, der katapultiert sich aus dem Dialog. Ich nehme das zur Kenntnis, dass Sie das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung als menschenfeindlich diffamieren und damit die Arbeit der Schulen, die das seit Jahren erfolgreich machen, die den Wunsch der Eltern, die das für ihre Kinder auch wollen, entsprechend kategorisieren. Ich will aber gerne auf das eingehen, was die Kollegin Vogt und Frau Müller-Rech hier ausgeführt haben. Und ich habe das Gefühl, Sie sind noch so ein bisschen im Wahlkampfmodus. Und das ist eigentlich schade, denn von Ihnen werden jetzt auch, und wir haben in der Tat ja einen intensiven Dialog auch schon geführt in der Frage, wie muss es weitergehen, wie kann es weitergehen im Ausschuss, aber Sie werden nach Ihren Konzepten gefragt. Und da tut es mir leid, dass auch die Lehrerverbände ihre Politik und die jetzige Maßnahme als Symbolpolitik bezeichnen, weil sehr klar ist, dass Sie haben es ja vielleicht auf dem letzten Meter noch gemerkt, dass Sie nicht eingreifen können in die kommunale Selbstverwaltung. Das ist das Erste. Sie haben noch wahrgenommen, dass Schulen schon im Umstrukturierungsprozess sind und diese Ankündigung jetzt zu vielen, vielen Irritationen führt, weil Sie bestimmte Fragen eben nicht mitbeantworten jetzt auf dem Weg. Wie viele zusätzliche Lehrerinnen und Lehrer gibt es jetzt eigentlich, um die sehr kleinen Systeme dann auch zu erhalten? Wie stellen Sie die Frage von Qualität her? Denn das hängt ja damit zusammen. Wie gewährleisten Sie ein fachliches Angebot der Fachlehrkräfte dann auch an den Schulen, die jetzt von den Ausnahmen profitieren sollen? Und es geht doch immer um die Frage von Quantität im Zusammenhang mit Qualität. Und es geht eben auch an Förderschulen nicht um den Punkt der Fürsorge. Es geht um die Bildung für alle Kinder und, so habe ich Sie da verstanden, beste Bildung für alle Kinder. Wie gewährleisten Sie dann eigentlich diese Punkte? Wie wollen Sie das machen? Wie lösen Sie die Irritationen auf, die sich jetzt an den Schulen des gemeinsamen Lernens breit machen? Wo gefragt wird, werden da jetzt eigentlich Lehrkräfte abgezogen, auf die sich das Kollegium schon freut, Herr Löttgen? Das ist doch so. Die sind schon eingeplant in Unterrichtsversorgung. Die Schüler und Schülerinnen aus den Schulen, die im Umstrukturierungsprozess sind, haben schon Plätze an anderen Schulen. Was senden Sie also für Signale? Wie wollen Sie das auflösen? Und ich erwarte jetzt gleich die Antworten der Ministerin dazu. Wie da auch Sicherheit geschaffen werden kann. Ja, Frau Ministerin, Frau Bär, aber das ist jetzt Ihre Rolle und diese Antworten erwarten wir. Was sagen Sie den Eltern? Was sagen Sie den Eltern, die jetzt im gemeinsamen Lernen sitzen und sagen, was bedeutet das? Werden da Sonderpädagoginnen jetzt wieder rückabgeordnet? Was sind das eigentlich für Antworten, die Sie für diese Eltern bereithalten? Ich will auch noch mal was zu den Zahlen sagen. Ja, wir haben im Jahr 2013, als die Mindestgrößenverordnung verändert wurde, hatten wir noch 668 Förderschulen. Jetzt sind es 504. Aber, Frau Ministerin, das wissen Sie, glaube ich, auch, wir haben 660 Standorte von Förderschulen, weil wir die Möglichkeit der Teilstandorte und der Verbundstandorte geschaffen haben. Das heißt, es handelt sich um 8 Anlaufpunkte weniger, wo ein Angebot an Förderschulen im Land besteht. So, das muss man jetzt mal noch mal sehr deutlich zur Kenntnis nehmen, weil das, was Sie sagen, Verbundmöglichkeiten, Teilstandorte, gibt es im Gesetz und die Umstrukturierungen sind in der Trägerschaft erfolgt, aber gerade mit Rücksicht auf den ländlichen Raum sind natürlich diese Möglichkeiten geschaffen worden. Das wissen Sie auch nur zu gut. Lassen Sie mich zum Schluss, Frau Ministerin, und da erbitte ich mir eine Antwort heute, weil ich da überlegt habe, was hat das zu bedeuten. Das neue Ministerium heißt Schule und Bildung. Ich hoffe doch, dass in allen Ansätzen, auch hier,
das was mit Bildung zu tun hat und nicht neben Schule Bildung gedacht wird. Und in diesem Sinne bitte ich auch die Konstruktion um Förderschulen, die Frage der Qualität der Bildung, die gewährleistet sein muss, auch die Qualität im gemeinsamen Lernen, zieldifferent, dann auch gewährleistet sein. Ich freue mich auf Ihre Antworten. Und ich will im Reformationsjahr vielleicht Philipp Melanchthon einmal zitieren, der gesagt hat, die Jugend recht bilden ist etwas mehr als Troja erobern und auch etwas mehr als die Regierung zu erobern. Wir brauchen jetzt Ihre Konzepte, und damit würde ich mich gerne auseinandersetzen.